So, dann schauen wir mal. Hallo, Guten Tag. haben Sie Hunger? Oh ja, sehr sogar. Hast Kann man du? hier was bestellen? Ja, man kann bestellen. Also, ich hätte Lust auf eine kleine Mini-Pizza. Mini-Pizza, so Piccolino? Sowas in die Richtung, das klingt sehr Ja, gut. okay. Mit Schinken am besten. Ja, okay. Was dazu? Gemüseschale? Mit Reis? Oh, das klingt ja wunderbar. Gut, wird gemacht. Dann ab in den Kofferraum zum Essen machen. So, wenn ihr wissen wollt, wie ich das jetzt mache, nach dem Intro. Electric Dave! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Und ich begrüße euch heute mal hier von einer der schönsten Ladestationen, die ich so bisher auf meiner Reise gesehen habe. Ihr seht, Laden unter Palmen würde ich es nennen hier. Wunderschön. Tatsächlich gibt es da hinten sogar Supercharger, aber ja, ich fand es hier sehr ansprechend, muss ich sagen. Ja, aber um was geht es heute? Es geht heute darum, dass ich euch mal zeigen möchte, wie mobil oder wie toll ich mit meinem Tesla Model 3 ausgestattet bin, weil ich ja so ein bisschen daran gearbeitet habe, unterwegs noch mehr Möglichkeiten zu haben. Ja, ihr seht, da steht das Auto auch. Und was mache ich gerade hier? Ihr habt es vielleicht im Titel schon entnommen. Ich bin fleißig am Kochen. Ne? Also ich bereite gerade Essen zu, habe es für das Intro mal kurz ausgemacht. Und zwar, ich habe ja eine Redodo-Batterie in meinem Fahrzeug eingebaut. Das ist eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie der Firma Redodo mit einem 200 Ampere BMS. Das ist eine richtig coole Sache und eine 200 Ampere-Stunden Kapazität bei 12,8 Volt. Ziemlich cool. Wie gesagt, die Batterie zeige ich euch in einem anderen Video noch mal genauer. Aber was man damit machen kann, das will ich euch heute mal zeigen. Ich würde sagen, wir wechseln gerade mal die Kameraposition. So, da seht ihr auch noch mal hier, wie schön das einfach aussieht mit dem Himmel auch jetzt gerade. Ja, wo befinde ich mich gerade? Zwischen Valencia und Barcelona, kann man sagen. So, hier ist mein Kofferraum. So, das ist mein Kofferraum. Da könnt ihr sehen, hier brutzelt schon das Sojagemüse. Sojagemüse ist gut. Nein, es ist irgendwie so ein Sojazeug auf jeden Fall. Sah ganz lecker aus. Was ist das? Kann ich gerade mal gucken hier. Was habe ich denn da? Ah, like Döner. Genau. Like Döner ist das. So, das brutzelt hier in meinem Elektrotopf. Eine ziemlich coole Sache. Es ist einfach ein Topf, der einfach elektrisch ist. Das heißt, der ist hier an so einem Kaltgerätestecker und steckt hinten in der Steckdose. Das ist der Topf, mit dem ich koche. Und hier steht, ihr habt es schon gesehen, mein Backofen. Ich mache gerade mal einen Lichtschalter hier hinten. Da, Licht geht hier hinten an. So, da ist mein Backofen. Und da oben habe ich ein paar Piccolinos, die möchte ich jetzt gerne da mal rein tun in den Ofen. Da würde ich sagen, das machen wir auch gleich mal. Der ist schon vorgeheizt hier. So, die Piccolinos schon mal rein. Zeit, das könnte hinkommen. Und ja, ihr seht auch, ich habe meinen Koffer noch hier drin, ich habe hinten meinen Wassertank drin, ich habe hier neben meinen Energy Kick liegen, also ich nutze den trotzdem weiter in den Kofferraum und kann nebenbei Essen zubereiten. So, hier ist glaube ich auch genug angebraten. Ich würde sagen, da können wir jetzt mal den Reis dazu packen. Ne? Ich habe nämlich noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar ganz einfach hier im Supermarkt gekauft hier. In so ein Reisgericht, sah lecker aus. Gucken, ob es auch alles im Topf landet, wenn ich es hier reinschütte oder ob was daneben geht. Müsste eigentlich gehen. Ne? Ja, sieht auch ganz gut aus hier. Nicht viel daneben gegangen. So. Dann kann das hier nebenbei brutzeln. Also dieser Topf ist echt eine super geile Erfindung, muss ich sagen. Und hat auch einen Deckel. Und da kann man euch. Also ich verlinke euch diesen Topf mal unten in der Videobeschreibung, falls euch dafür interessiert. Der war echt nicht teuer, aber der ist super praktisch. Das Tolle ist bei dem Topf, der hat eine Einstellungsmöglichkeit. Man kann ihn auf 150 Watt stellen oder auf 600 Watt. Ne? 600 Watt ist schon ziemlich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht es schon richtig vorwärts bei dem Ofen. So, mein kleiner Backofen hier, der hat natürlich ein bisschen mehr Watt. Aber das ist kein Problem, denn die Batterie hat Bums. So, jetzt haben wir die Piccolinos im Ofen, wir haben unseren Reis drin.
Ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, euch mal meinen Aufbau vorzustellen, der sich hier drunter befindet. Und da ich euch den jetzt schlecht zeigen kann, weil ich das müsste hochklappen, da müsste ich meinen Topf wegräumen und so ein bisschen Platz machen, switche ich mal kurz nach Hause und zeige euch den Aufbau, wie er denn aussieht. Also. Ja, da bin ich jetzt zu Hause. Ihr merkt, hier ist es deutlich ungemütlicher. Im Hintergrund sehen wir auch noch Schneeberge. Aber ja, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, hier ist der Kofferraum jetzt leer und ich kann euch zeigen, wie das hier aufgebaut ist. So, das ist jetzt mein Kofferraum hier und ich habe ja diesen Deckel hier, den kann ich nach oben klappen und dann seht ihr auch schon, hier ist einiges drin. So, das fängt so an und zwar, das hier ist der Wechselrichter, den ich habe. Der Wechselrichter, der hat hier schön daneben gepasst, neben die große Lithium-Batterie, die Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ich habe hier so eine Anti-Rutschmatte draufgelegt, einfach nur als Schutz nochmal und ja, diese Batterie, ich baue sie jetzt mal aus und zeige sie euch gleich mal, wie sie aussieht. Aber vorher zeige ich euch mal den Anschluss, wie sie aufgebaut ist. Also wie das hier angeschlossen ist. Wir haben hier die 12 Volt, 200 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Da sind direkt mit dicken Kabeln ist hier der Wechselrichter angeschlossen. Der Wechselrichter, ja, das zeige ich am besten mal ein bisschen mobil. Und zwar könnt ihr hier sehen, an dem Wechselrichter sind zwei Steckdosen dran. Ja, die Steckdose, die führt hier hoch. Da ist ja, die Steckdose. Hier steckt dann zusätzlich noch mal ein Verlängerungskabel drin, was ich nach vorne führe, wo ich dann mein Handy über auflade. Und da ist ja meine Wasserpumpe, die ist aber separat über 12 Volt angeklemmt. So, gehen wir wieder zurück. Also, das ist der Wechselrichter. Der bekommt seinen Strom von der Batterie und zwar direkt. Ne? Dann habe ich hier nebendran das Ladegerät für die Batterie sitzen. Das ist auch einfach nur mit Klemmen hier dran gemacht. Deswegen sieht das so wild aus. Das ist einfach nur hier angeklemmt. Sonst wäre das hier ja, etwas überschaubarer. Aber das ist an der Batterie angeklemmt normalerweise hier. Da gibt es auch Schraubmöglichkeiten, dass man das direkt anschrauben kann. Aber ich habe es jetzt mal so gelassen. Und das Batterieladegerät geht hier hoch und geht in meinen Wechselrichter, der aus der Tesla-Batterie gespeist wird. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mit der Batterie, also mit dem Tesla, die Batterie hier aufzuladen. Und hier habe ich nochmal einen Funkstecker. Da gehört eine Fernbedienung dazu, die ist vorne im Tesla. Da kann ich dann auch jederzeit sagen, jetzt aufladen und jetzt nicht. Falls ich das Auto irgendwo parke, möchte ich ja nicht, dass die 12-Volt-Batterie leer gesaugt wird, weil die ja nur während der Fahrt geladen wird. Und dann mache ich das natürlich aus. Ja, wunderbar. Das heißt, die Batterie hier, die wird auch nie leer. Und sie hat enorm viel Leistung und das zeige ich euch jetzt mal, indem ich die Batterie mal da raushole. Ja, und das ist hier die Lithium-Eisenphosphat-Batterie der Firma Redodo. Die Batterie hat 12,8 Volt, ist quasi aus 8 Zellen aufgebaut, die jeweils 3,2 Volt haben und davon sind 4 in Reihe geschaltet und 4 parallel. Dadurch kommen wir auf diese Leistung 12,8 und 200 Amperestunden. 200 Amperestunden und 12,8 Volt, kann man ausrechnen, sind 2560 Wattstunden oder auch respektive 2,56 Kilowattstunden. Die Besonderheit bei dieser Batterie ist natürlich jetzt, wir haben hier die Plus-Version. Ich habe euch schon andere Batterien vorgestellt, wie zum Beispiel die von Power Queen oder Ampertime. Das waren keine Plus-Version, die gibt es nicht auch als Plus-Version, aber wir haben hier den Vorteil, wir haben ein viel stärkeres BMS drin. Wir haben hier ein 200 Ampere BMS drin. Und das bedeutet, dass wir hier auch eine ja, Entnahmeleistung von 2560 Watt haben. Das heißt, wir können hier 2,5 kW an Leistung entziehen. Der Wechselrichter, der macht 4 kW in der Spitze mal kurzzeitig und 2 kW Dauerlast. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Wechselrichter jetzt 2 kW aus der Batterie dauerhaft ziehen. Die Batterie gibt aber 2,5 ab, also ich könnte hier noch viel mehr dranhängen, wenn ich einen größeren Wechselrichter hätte. Das ist eine super Sache. Deswegen konnte ich hier meinen Backofen dran anklemmen. Der hat in etwa 1200 Watt. Dann den Kochtopf, der hat maximal 600 oder 150, je nachdem wie ich ihn einstelle. Und der Wasserkocher hat 1100. Also ihr merkt, das geht auf. Ich kann tatsächlich alle drei Dinge gleichzeitig benutzen. Und das ist ziemlich cool. Deswegen wollte ich euch diese Batterie einfach mal zeigen.
Ja, geliefert wird die Batterie natürlich super verpackt und auch mit einem tollen Bedienungsanleitungsheftchen. Da stehen alle technischen Daten drin, die man dazu braucht. Ich habe euch jetzt schon mal die wichtigsten genannt. Ihr habt mit der Batterie noch natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ihr könnt die parallel in Reihe schalten, wenn ihr mehrere von den Batterien habt, etc. Also, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da gibt es ein Bedienungsanleitungsheftchen hier, wo ihr da alle Schaltvarianten drin habt, wie ihr die Batterien einfach noch mehr rausholen könnt. Hier als Beispiel können wir 8 Batterien zusammenschalten und haben natürlich dann ein 800 Amperestunden Batteriesystem mit 24 Volt und perfekt für Hausspeicheranlagen natürlich. Man kann die Batterie nach und nach aufrüsten. Wenn man zum Beispiel jetzt finanzielle nicht direkt verfügbar hat, kann man das nach und nach noch sich nachkaufen. Ist eine coole Sache und wenn dich die Batterie interessiert, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung nach, da habe ich euch die Firma Ridodo verlinkt. Das ist eine ziemlich coole Sache. Wie gesagt, also die Batterie möchte ich auf keinen Fall wieder missen auf meinen Reisen. Ich habe die jetzt hier am Nordkap dabei gehabt. Das seht ihr in einem anderen Video, das verlinke ich hier oben in der Videobeschreibung. Hier oben in der Videoecke und in der Videobeschreibung gleichzeitig. Und habe damit den Thermomix betrieben. Das hat auch wunderbar funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, mit dieser Plus-Variante, wo ihr richtig Bums rausholen könnt, geil. Das ist nice. Und falls ihr euch für den Wechselrichter hier interessiert, dann verlinke ich ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten. Wie gesagt, der Wechselrichter ist da freie Wahl. Und die Batterie ist super cool. Aber jetzt habe ich es gerade gesagt, das war mein Stichwort Kälte. Mir ist es hier zu kalt, deswegen schalte ich wieder zurück nach Spanien, denn da ist es viel schöner und viel Spaß im weiteren Video. Ja, und da bin ich auch schon wieder und wie sieht es denn aus hier mit meinem Essen? Ziemlich gut eigentlich schon. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen durchgemengt hier. Das ist eine tolle Kombination und auch meine Piccolinos im Ofen, die machen sich langsam. Ja, darf noch einen Moment. Und was kann man hier noch alles Schönes machen? Ich habe ja hier, es gibt diese Knack. Croissants, da gibt es auch Brötchen von, die kann man sich unterwegs, das ist einfach diese Teigrohlinge sind da drin, die schmeißt man da rein und dann hat man 10 Minuten später frische, aufgebackene Croissants, das ist super praktisch, man kann sich Brötchen aufbacken oder man holt sich einfach eine Pizza unterwegs, es ist super praktisch, ohne Mist. Und wie ich es gerade bei der Beschreibung der Batterie schon erwähnt habe, diese Batterie hat ein BMS mit 200 Ampere, das heißt, wir haben einen Abgabestrom von 2,56 kW. Ne? Das heißt, wir können jetzt hier bei diesem Ofen und diesem Topf noch zusätzlich den Wasserkocher anwerfen und können uns einen schönen Kaffee kochen. Ne? Ich habe den Wasserkocher auch vorne, aber ich habe nicht mehr genug Hände frei, um das jetzt auch alles zu filmen. Deswegen, also super cool. Ja, und das BMS kann sogar eine Maximalleistung von 400 Ampere für ca. 5 Sekunden mitmachen. Das heißt, wenn ihr Anlaufströme habt, große, von Motoren oder Kühlschränken, Gefriertruhen etc., dann ist das auch kein Problem. Also diese Batterie ist echt top. Diese Plus-Variante hat echt einen Vorteil gegenüber den normalen, wenn ihr da wirklich viel Strom ziehen wollt. Das heißt, ich kann hier alles gleichzeitig laufen lassen. Bei einem einfachen 100 Ampere BMS müsste ich jetzt aufpassen, dass ich nicht so viel gleichzeitig anschalte. Aber das ist echt Luxus, ohne Mist, Leute. Und dann auch in dieser Location, ist das nicht toll? Ist das nicht geil, hier jetzt einfach mal zu kochen? Also ich finde das total klasse. Mega. Ich würde sagen, wer das hier brutzelt, muss ich mal kurz die Hände waschen. Dazu habe ich auch noch eine Möglichkeit. Und zwar haben wir doch hier vorne meine Küchenbadeinheit mit fließend Wasser. Und ich habe hier ein Handtuch, das müsste ich mal aufhängen jetzt eigentlich hier. So, dann hängt das Handtuch auch hier vorne dran. Und wir haben hier eine Waschbeckeneinheit, weiß nicht, ob ihr das schon kennt, mit fließend Wasser. Und Abfluss, das ist quasi so ein Modul, das habe ich mir mal gebaut. Auf manchen Veranstaltungen wurde es auch schon gesehen. Hier hat man auch zusätzlich noch mal eine 22 Volt Steckdose und eine 12 Volt Steckdose, was man halt alles so braucht. Das heißt, hier vorne könnte ich auch mit dem Topf jetzt arbeiten, wunderbar. Das Modul kann man rausnehmen, wenn man das nicht braucht. Ich habe es jetzt aber drin gelassen bisher. Und da ist der Knopf, um die Haube wieder zuzumachen. Ne? Den habe ich jetzt eben schon gewaschen, als ich die Kamera kurz aus hatte. So. Das heißt, machen wir dazu. Zack. Und gucken mal nach unserem Essen. Das brutzelt ja hier hinten fleißig vor sich hin. So.
Ich würde sagen, die Piccolinos im Ofen sind soweit durch. Ah, und da klingelt es auch schon. Sieht zumindest ganz gut aus. Kannst du nochmal anmachen und in der Zeit schon mal vorne gucken, wie hungrig das Mäulchen ist. Hungrig? Sind wir hungrig? Wir sind sehr hungrig. Hallo. Super. So, und dann würde ich sagen, holen wir mal das Ding raus hier. Und es sieht jetzt nicht gut aus. Prima. Und auch unser Gemüsefännchen sieht schon richtig top aus. Also ich würde sagen, das ist mega. So, auf jeden Fall ist es jetzt soweit. Unser Reisgericht ist durch. Schalt mal aus. Und die Piccolinos sind auch schon wieder eingefallen. Ich warte jetzt nur noch auf Lea und dann wird gemampft. Und das in dieser wunderschönen Location hier beim Laden. Ich fahre jetzt hier rüber die paar Meter noch bis zum Lader. Oder ich könnte auch hier laden. Aber ich habe ja den Supercharger hier auch, da geht es natürlich auch. Und ja. Ja, und das war es auch schon zu meinem Video mit Kochen im Auto, wie man die Redodo-Batterie Lithium-Eisenphosphat nutzen kann. Da kommt auch schon ein ganz hungriges Mäuschen angesprungen und möchte essen. Das ja, da freut sich schon jemand. Guck mal, wie lecker. Ich hab dir schon mal ein Piccolino. Oh, mega. Super, ja genau, das könnte ich auch mal gerade machen. Ja, wenn ihr euch für die Batterie interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Gibt es auch einen Rabattcode. Und sorry. Da könnt ihr die Redodo-Batterie erwerben. Tolle Varianten gibt es davon. Gibt auch kleinere, größere. Es gibt die mit dem starken BMS, was ich jetzt habe. Gibt auch die mit dem kleineren BMS. Reicht trotzdem noch aus. Halt dann nicht Wasserkocher und Ofen gleichzeitig nutzen. Und ja, wenn ihr die Piccolinos wollt, dann müsst ihr zum Sparmarkt fahren. Ich glaube, die gibt es in Deutschland gar nicht mehr so häufig. Für den Topf habe ich euch unten auch einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Und ansonsten, ja, wenn ihr sehen wollt, wie das alles aufgebaut ist, noch in Perfektion später, dann folgt mir einfach auf meinem Kanal, abonniert ihn und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Euer Electric Dave mit Lea und einer glücklichen Lea, vor allem, weil sie was zu essen hat. Tschö. So, wem schmeckt das Essen gut? Mir. Und dir auch. Oh ja. Und schon ist der Puschel weg vom Mikrofon. Scheiß rote Dinger. Taugen echt nix. So.